Willkommen im sonnigen Surinava und ich bin jetzt sehr gespannt, was jetzt hier auf uns zukommt. Wir schauen uns hier mal um. Elende Blechhütten. Okay. Das sieht vielleicht romantisch aus. Rum. Aber es sind Slums. Aha, das sieht übel aus. Ich glaube, ich muss erst mit dem Soldaten reden. Oh. Der guckt schon so komisch. Na gut, dann mach das. Halt! Einreisekontrolle. Ihren Ausweis bitte. Wo kommst du denn hi, mit rein? Officer. Wow, das ist ja wirklich traumhaft hier. Ihren Ausweis bitte, Madam. Schon gut, schon gut. Danke. Catherine Tracy Hope? Steht vor Ihnen. Sie dürfen mich Tracy nennen. Taschen ausleeren. Oh, ich habe nicht viel bei mir. Nur mein Handy, den Ausweis und ein bisschen Bargeld. Ich mache nur einen Abstecher hierüber, wissen Sie? Eigentlich wohne ich auf Tahiti. Sie reisen allein? Ja, natürlich. Wie lange bleiben Sie? Naja, vielleicht 2-3 Tage. Je nachdem, wie gut es mir gefällt. Sind ja hoffentlich nicht alle Leute hier so unfreundlich wie Sie. Madam, Sie sind Staatsbürgerin von Großbritannien. Sie sind sich im Klaren über die diplomatische Situation zwischen meinem und Ihrem Land? Um ehrlich zu sein, nicht so richtig. Wieso? Gibt's ein Problem? Großbritannien ist ein Feindstaat. Besuche seiner Staatsbürger sind unerwünscht. Unser Präsident, Raila Elengi, ist ein gütiger Mann. Er gestattet Aufenthalte von Zivilisten aus westlichen Ländern für maximal 3 Tage. Wenn Sie bis dahin unser Territorium nicht verlassen haben, kommen Sie in Abschiebehaft. Sie dürfen sich nach der Ausgangssperre nicht mehr auf der Insel bewegen. Fotografieren und Filmen ist untersagt. Bei Zuwiderhandlungen droht Ihnen... Abschiebehaft? Ich sehe, wir verstehen uns. Haben Sie Fragen? Nein. Alles klar. Holla, die Waldfee. Okay, jetzt können wir mit dem Mann hier reden. Vielleicht später. Ich sehe mich erstmal ein bisschen im Dorf um. Dann eben nicht. Dann gucken wir uns jetzt das Dorf an, wie du willst. Wird ja nicht das gemacht, was ich mache, sondern nur das, was du willst. Ach, herrje. Beach? Zentrum. Pff. Zum Strand ist es nur ein Katzensprung. Das ist noch eine Wache. An jeder Ecke ein Soldat. Du sollst mit ihm... Ich gehe ihm lieber aus dem Weg. Sie macht schon wieder das, was sie will und nicht das, was ich will. Das wird kein Spaziergang. Ich denke mal nicht, dass es hier Autos gibt. Warum ist hier dann ein Schlagbaum? Hier neben kann man durchgehen. Das ergibt keinen Sinn. Ein Checkpoint. Okay. Also das ist alles hier oder was? Moment, ich hatte hier doch noch mehr... Ach, das ist wieder... Ach, ich komme von hier. Wäsche auf der Leine. Aha. Wo habe ich denn da jetzt gerade bitte hingeklickt? Hübsch. So hat Mutter das auch immer gemacht. Mit ihm kann ich hier nicht reden. Ah, okay. Was haben wir hier? Ach, guck mal. Ich kann nicht mehr. Da ist kein Durchkommen. Wie in London. Alles rund um die Uhr überwacht. Dass die überhaupt die Technik und die Energie dafür haben, das ist ja der Wahnsinn. Es ist verschlossen. Das kann ich vergessen, solange der Soldat da steht. Treten Sie zurück! Ich mache doch gar nichts. Treten Sie zurück, oder ich muss Sie festnehmen. Okay, okay, kein Problem. So, besser? Wem gehört denn das Anwesen? Sieht ja mächtig imposant aus. Sie sind nicht besonders gesprächig, oder? Ich gehe dann mal wieder. Na, besser ist es. Nein, hier zur Kreuzung. Was ist denn jetzt? Hallo? Was macht sie denn jetzt? Mike? Hier. Du lebst noch, ja? Das wird kein Spaß hier. Ich hatte gerade mein erstes Polizeiverhör. Na klasse. Was wollten Sie? Einreiseformalitäten. Als Engländerin ist man hier nicht gerade Ehrengast. Ja, das war zu erwarten.
Haben Sie was gemerkt? Nein. Alles in Ordnung bis jetzt. Ich kann nur hoffen, dass ich diesen Odila hier nicht treffe. Die Insel ist wirklich winzig. Sie werden nicht damit rechnen, dass wir zu Ihnen kommen. Ich sehe mich jetzt mal ein bisschen um. Ich melde mich später, okay? Okay. Ah, abends. Das Lustige ist ja, ich vermute mal, das Militär hat hier Einzug gehalten und deswegen haben wir hier Handyempfang. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen, warum wir hier draußen Handyempfang haben. Unheimlich. Und dann dieser Benzingestank. Ja. Okay, hier fahren also doch Autos. Die Zapfsäule steht ziemlich nah am Wachturm. Ganz schön düster. Bis zum Rand voll mit Benzin. Vielleicht können wir das in irgendeiner Art und Weise für uns... Nein, können wir nicht. Hey, sieh da! Was junge Frau! Denn jetzt schon wieder? Was denn? Was machen Sie jetzt noch auf der Straße? Ist schon Ausgangssperre? In 20 Minuten. Haben Sie eine Unterkunft? Ich schlafe heute Nacht am Strand. Wenn das erlaubt ist. Ist es nicht. Ausgangssperre heißt, Sie haben sich im Haus aufzuhalten. Wenn Sie keine Unterkunft haben, lasse ich Sie einsperren. Oh, verstehe. Wo... Könnte ich denn auf die Schnelle noch unterkommen? Die meisten Fische haben Gästezimmer. Ich rate Ihnen, sich jetzt gleich darum zu kümmern. Guten Abend, Hauptmann. Es gibt doch nicht etwa Probleme mit dem hübschen ausländischen Fräulein. Ach, sie hat keine Unterkunft. Um Gottes Willen, dann müssen wir dem armen Ding helfen. Ich kann nicht zulassen, dass eine so zauberhafte Person in Ihrer grauenvollen Polizeistation nächtigt, Hauptmann. Vielen Dank, aber ich kümmere mich schon darum. Wenn ich's noch schaffe, bis zur Ausgangssperre. Oh ja, die Ausgangssperre. Sie dürfen dem guten Hauptmann Pakele das nicht verübeln. Er nimmt es damit sehr genau. Pakele, seien Sie kein Unmensch. Geben Sie dem Mädchen noch ein bisschen Zeit, hm? Gute Nacht, Hauptmann. Gute Nacht, junge Frau. Vielleicht sehen wir uns ja noch einmal wieder. Man kann sich hier ja kaum verfehlen. Und danke, Mr. Er ist nett. Wer ist das? Sehen Sie jetzt zu, dass Sie sich eine Unterkunft besorgen. Dieser nette Herr hatte die Stimme von RTL, nämlich die Off-Stimme von RTL. Das war sehr interessant. Kann ich mich jetzt mit ihm hier unterhalten? Wahrscheinlich, weil er hat ja wahrscheinlich ein Gästezimmer vor uns. Hi. Ja. Sprechen Sie meine Sprache? Ja, ein bisschen. Sie sind aus England, kleines Fräulein. Genau. Das hören Sie raus? Nun ja, man bemüht sich. Ich habe 15 Jahre auf Ascension gearbeitet, wissen Sie. Da sind die Amerikaner. Ja, davon habe ich gehört. Eine Militärbasis, oder? Was haben Sie da gemacht? Oh, ich habe geholfen, die Uferzonen zu verminen. Puh, das ist aber ein ziemlich gefährlicher Job. Ach, man gewöhnt sich daran. Es sind mehr Kollegen an Seeigeln gestorben als an Minen. Natürlich. Wenn man drauftritt, ist beides unangenehm. Wie sind Sie an den Job gekommen? Ich bin Fischer. Und die Fischer kennen die Gewässer hier. Man weiß Bescheid über die Fahrrinnen und die Untiefen. Man sieht an der Farbe des Wassers, ob ein Weg schiffbar ist oder nicht. Also weiß man auch, welchen Weg ein fremdes Boot nehmen würde. Und dahin legt man die Minen. Die Amerikaner wussten das. Deshalb haben sie viele Fischer rekrutiert. Im Umkreis von Hunderten von Meilen um ihre Insel herum. Und das durften sie einfach so machen? Natürlich. Damals war diese Insel noch frei. Wir konnten hingehen, wo wir wollten. Damals. Und jetzt? Sie dürfen hier nicht mehr weg? Es kommen nicht mehr viele Leute hierher. Und noch weniger kommen wieder weg. Als Elengi die Insel übernahm, hat er als erstes die Gewässer vermint. Aber das könnte jemanden wie Sie doch nicht aufhalten. Nein, natürlich nicht. Das verstehe ich nicht. Wieso bleiben Sie dann? Wollen Sie denn nicht weg? Aber nein, auf keinen Fall. Diese Insel ist meine Heimat. Aber Sie sagten doch eben... Sehen Sie, Kind, man ist nicht frei, wenn man aus seiner Heimat fliehen muss. Man ist frei, wenn man gehen kann. Und auch zurückkehren. Erzählen Sie mir von Elengi. Sehen Sie sich um. Sehen Sie sich die Minen an, die Wachtürme, die Soldaten. All das erzählt Ihnen von Elengi. Wie hat er diese Insel denn übernommen? Hat sich niemand gewehrt? Doch, natürlich. Die Jungen und die Mutigen, sie haben gekämpft.
Und so sind wir eine Insel der Alten und der Feiglinge geworden. Sie meinen, sie sind alle... Elenki ist ein kultivierter Mann, junges Fräulein. Er hat ihnen allen die Bäuche aufschlitzen lassen und mit dem Blut hat er Bilder gemalt. Er liebt Kunst, wissen Sie. Er hat was getan? Das ist nicht wahr. In seinem Palast hat er eine Galerie mit rostroten Wänden. Er ist ein sehr kultivierter Mann. Er ist ein Monstrum. Erzählen Sie mir mehr von Elenki. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen. Vor 4 Jahren habe ich einen Fisch gefangen. Einen Hai. Es war ein sehr schwaches Tier, schon kraftlos. Ein leichter Fang. Ich trennte die Flossen ab und verkaufte sie an einen Touristen. Als ich den Hai ausweidete, fand ich in seinem Magen einen kleinen, giftigen Fisch. Der Tourist wurde todkrank. Ich saß im Hospital an seinem Bett. Ich wusste, er würde es nicht überleben. Dann kam Elenki ins Hospital. Er hatte von dem Fall gehört. Er sah sich den Todeskampf an. Die ganze Nacht. Und als der Mann am Morgen tot war, sagte er, so sterben die scheinbar Starken durch die scheinbar Schwachen. Den toten Briten hat er malen lassen. Das Bild hängt in seinem Palast. Das ist ja grauenvoll. Und fahren Sie auch jetzt noch zum Fischen raus? Ja, sicher. Jeden Morgen, 1 Stunde vor Sonnenaufgang. Könnte ich mal mitfahren? Nein, kleines Fräulein, das wird nicht gehen. Warum denn nicht? Ich kenne den Weg durch die Minen. Wenn auch Sie ihn kennen, wird man uns beide dafür hinrichten. Oh, ich verstehe. Hören Sie, Alfred, ich habe da noch eine Frage. Es ist mir ein bisschen unangenehm. Sie brauchen einen Platz zum Schlafen, nicht wahr? Es ist gleich Ausgangssperre und hier am Strand können Sie nicht bleiben. Ja, genau. Vielleicht wissen Sie jemanden? Sie können bei mir übernachten. Oh, das ist wirklich nett. Ich bezahle das natürlich. Warten Sie, ich gebe Ihnen... Behalten Sie Ihr Geld. Geben Sie es lieber für einen guten Zweck aus. Ich denke, das kann ich versprechen. Wir müssen gehen. Nur noch einen Moment. Ich muss noch mal kurz telefonieren. Dann gehe ich schon vor. Das 3. Haus rechts in der Gasse. Das finde ich. Und dann müssen Sie weitererzählen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich muss erst mit Mike sprechen. Ach, okay. Moment. Nicht hier. Dieser Pakele könnte alles mithören. Wieder zum Strand. Mike, bist du da? Yep, wir sind hier. Wir versuchen, ein Boot aufzutreiben. Gar nicht so einfach. Mit den Nussschalen, die wir bis jetzt gesehen haben, kommen wir nicht mal bis zur letzten Boje. Wie läuft's bei dir? Hast du schon was rausbekommen? Mike, dieser Elenki ist ein Irrer. Ich habe mit einem Fischer gesprochen. Der hat mir echte Horrorstories erzählt. Die See um die Insel ist komplett vermint. Da werdet ihr nicht so leicht durchkommen. Das klingt nicht gut. Weißt du, was für Minen es sind? Noch nicht. Ich versuche, das rauszubekommen. Mike? Ja? Mir ist das hier alles ein bisschen unheimlich. Die Insel sieht aus wie ein Paradies. Aber das Regime ist die Hölle. Meinst du denn, McBride lebt überhaupt noch? Ich bin nicht mehr so sicher. Willst du wieder abhauen? So schnell kann ich nicht aufgeben. Das ist deine Entscheidung. Nein. Es geht darum, das Richtige zu tun, oder? Tja, wer von uns weiß schon, was das ist. Wie geht's dir mit Bernard? Wie soll's gehen? Wir reden nicht viel. Mike, du musst ihm jetzt... Ich muss gar nichts. Er ist ein Schwein. Hör auf damit. Wie soll sich irgendwas auf der Welt ändern, wenn nicht mal wir drei klarkommen? Wie soll sich irgendwas auf der Welt ändern, wenn einer von uns dreien die Welt so lassen will, wie sie ist? Er hat einen Fehler gemacht, Mike. Ja, sicher. Vielleicht hat dieser Elenki ja auch nur einen Fehler gemacht. Das ist nicht dasselbe. Und das weißt du. Doch, das ist dasselbe. Vielleicht ist es einfach Zeit, dass du dir das eingestehst. Sollen wir die Sache abbrechen? Das ist doch sowieso das Letzte, was wir tun. Du sagst das, als wären wir schon verloren. Hast du schon mal dran gedacht, was wir machen, wenn wir hier wieder wegkommen sollten? Da kommt Bernie. Wir sprechen morgen, in Ordnung? So, Madam. Wenn Sie jetzt nicht sofort in Ihre Unterkunft verschwinden. Okay, okay. Ich bin auf dem Weg. Das hoffe ich.
Eieiei. Ich danke dir, Alfred. Du bist wirklich ein Schatz. Es war ein aufschlussreicher Abend. Ich hoffe, ihr findet euren Freund. Wenn du etwas brauchst, solange du hier bist, komm jederzeit zu mir. Und denk dran, was ich dir über die Minen gesagt habe. Sei vorsichtig. Na klar, ich habe hier meine Jungs. Die passen auf mich auf. Ich muss jetzt los. Bis später vielleicht. Ach, guck mal an. Ich gehe ihm lieber aus dem Weg. Okay, jetzt hat er sich anderswo hingestellt. Er steht aber immer noch hier. Wieso ist er denn jetzt auch weg? Er steht auch nicht mehr hier. Was ist denn jetzt los? Verdammt, da ist er wieder. Hallo, was ist denn jetzt los? Wo will er hin? Er scheint einen Patrouillengang zu machen. Eieiei, okay, wir müssen. Na, hier kann man sich nicht umschauen. Ja, was denn? Och, Kind, rede mit mir. Da ist er wieder. Was ist denn das für ein Kontrollgang? Wenn er da hinten ist, habe ich ein paar Sekunden Ruhe vor ihm. Okay, heißt, ich muss mich hier in irgendeiner Art und Weise umschauen. Ach nee, da unten, da! Aha, das sieht übel aus. Tretmine? Nimm sie doch! Gott, damit muss ich vorsichtig sein. Ich muss das Ding so bald wie möglich wieder loswerden. Und ich weiß auch schon, wo. Ja, wo denn? Schön, dass du mir deine Gedanken mitteilst. Kann ich die eventuell dahin legen, wo der Soldat sich jetzt gleich hinstellen wird? Das ist lustig. Das ist echt lustig. So, jetzt darf ich hier auch mal wieder was... Mann! Nee, doch nicht. Hä, was ist denn jetzt? Ich kann schon wieder nichts machen. Oh. Okay, also hier unten nicht. Nein. Dann da oben wahrscheinlich. Wow. Boah, hier riecht's nach Benzin. Das könnte leicht in die Luft fliegen. Ah, okay. Wo? Benzinlache. Hier riecht es besonders stark. Okay, dann ist es klar, was wir machen müssen. Wenn das Ding hochgeht, dann gibt's ein hübsches Feuerwerk. Aber wie könnte man sie zünden? Vielleicht kann Alfred mir helfen. Ja. Und heute Abend telefoniere ich mit Mike. Okay, das sind mal Pläne. Dann ins Dorf. Jetzt... Na nee. Sowas. Oh. Wen haben wir denn da? Das hübsche Mädchen aus England. Kommen Sie doch einen Moment. Wir unterhalten uns ein bisschen. Schau an, mein Retter von gestern. Guten Abend. Na, wie geht's Ihnen? Machen Sie jeden Abend einen Spaziergang? Genau. Mein Arzt hat es mir empfohlen. Die alten Knochen brauchen ein bisschen Bewegung. Und Sie? Haben Sie eine gute Zeit hier bei uns? Hat alles geklappt mit der Unterkunft? Ja, alles bestens. Es ist wirklich interessant hier. Der Strand ist wunderschön. Nur die vielen Soldaten sind ein bisschen unheimlich. Tja, ich weiß. Ich mag das Militär selbst nicht besonders. Dieses Befehlsgeschrei, die öden Uniformen, der Gleichschritt. Soldaten sind einfach... langweilig. Aber wir brauchen sie. Das lehrt uns die Geschichte. Na, Sie haben Nerven. Passen Sie mal auf, dass Sie von dem da vorn keinen Ärger bekommen. Ich glaube kaum, kleines Fräulein. Sagen Sie, was führt Sie hierher? Eine junge Frau aus England, ganz allein, das ist... mutig. Ungewöhnlich. Oh, naja, wissen Sie, ich habe mich einfach auf den Weg gemacht.
Kurz entschlossen. Ich bin auf der Suche sozusagen. Du liebe Güte. Auf der Suche? Sind wir das nicht alle? Und? Wonach suchen Sie? Nach Wissen? Erkenntnis? Freunden? Dem großen Lebensziel? Von allem etwas. Ja. Das verstehe ich. Das verbindet uns. Was machen Sie in England? Studieren? Das habe ich schon. Kunst und Kunstgeschichte. Oh, wow. Da haben Sie bestimmt ganz fabelhafte Jobaussichten. Genau. Einer steilen Karriere in der Industrie steht nichts im Wege. Ach, Sie sind jung. Sicher haben Sie Pläne. Was werden Sie tun mit diesem Studium? Was werden Sie anfangen mit Ihrem Leben? Tja, das muss ich wohl erst noch herausfinden. Und Sie? Was machen Sie? Sie scheinen ja hier ein angesehener Mann zu sein. Wissen Sie was, kleines Fräulein? Das würde ich Ihnen gerne zeigen. Mein Haus ist nicht weit von hier. Haben Sie Lust? Ich lade Sie zum Essen ein. Oh, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Aber ich weiß nicht, ob... Sie können beruhigt sein. Ich bin nur ein harmloser alter Narr, der ein bisschen plaudern und mit seinem Haus angeben will. Na dann, das macht es natürlich unwiderstehlich. Kommen Sie. Ich wusste es. Da sind wir schon. Das ist Ihr Haus? Meine bescheidene Hütte. Bitte sehr. Heißt das? Treten Sie näher. Wir können beim Essen weiter plaudern. Das ist der dicke Obermops hier. Mit einer Seilbahn. Das ist überwältigend. Und das ist allerdings Benz. Cool. Er hat eine Seilbahn. Da hat Ihr Architekt ganze Arbeit geleistet. Kommen Sie, meine Kleine. Wir müssen die Seilbahn nehmen. Es schaukelt ein bisschen. Wie geil. Wow. Wow. Gefällt es Ihnen? Sehr. Es ist einfach umwerfend. Darf ich mich umsehen? Aber natürlich. Fragen Sie mich ruhig, wenn Sie etwas wissen möchten. Ich setze mich so lange. Nicht schlecht. Wow, wow, wow. Ja, Freunde, eine gute Gelegenheit, Schluss zu machen. Wir sind in der Villa und da bin ich... Guck mal, wie geil das hier aussieht mit dem Baum, ey. Boah, Wahnsinn. Also, nicht schlecht. Ja, bis zum nächsten Mal. NRW bei 18. Adieu.